Hi. Interessierst du dich für bedingungslose Liebe? Suchst du nach etwas, das dich abschlabbert? Kann er mir helfen? Oh, der kümmert sich um die Hunde. Ich kümmere mich um die Menschen. Du hast einen weirden Vibe. Keine Angst, ich bin kastriert. Ich will ihn. Percy, kannst du der Dame helfen? Darf ich dein Prachtstück anfassen? Meinen? Den Hund. Oh, ja. Wie kann ich dir helfen? Ich will einen Hund adoptieren. Oh, ja, klar. Okay. Ist ein cooler Cartoon. Es ist ein Anime. Ja, animiert, sag ich doch. Entschuldige, ich brauche deine Hilfe. Oh, sorry. Okay. Was für einen Hund willst du adoptieren? Am liebsten würde ich alle adoptieren. Welcher ist der abgefuckteste? Der verrückteste ist Milo. Das ist Milo. Er ist am längsten hier. Er war ein Drogenspürhund beim Zoll, aber sie haben ihn in den Ruhestand versetzt. Er ist süchtig geworden nach K-O-K-A-I-N. Kokain? Milo, nein! Milo! 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 Wenn er das Wort hört, triggert ihn das. Sorry, Milo. Hat nichts mehr. Schon okay. Ich muss dir ein paar Fragen stellen, um sicherzugehen, dass du eine geeignete Kandidatin bist. Müssen wir mit allen machen, sind die Regeln. Oh, ein kleiner Regelbefolger, hm? Ja, die sind super wichtig. Gibt's hier sowas wie ein Büro oder ein Hinterzimmer? Ein Büro. Komm mit hier lang. Toll. Maddie Barker. Ich bin so weit weg. Verheiratet? Momentan Single. Gott sei Dank. Macht so viel mehr Spaß, viel spontaner. Und verheiratet. Kinder? Nein, Gott, nein, zu jung. Ich hab noch Spaß, treffe neue Leute. Ich liebe das. Kinderlos. Wieso willst du einen Hund adoptieren? Weil ich keine eigenen bekommen kann. Und was machst du mit dem Hund, wenn du umziehst? Ich zieh bestimmt nicht um. Aber wenn doch? Ich wohne schon immer hier, ich zieh nirgendwo hin. Entschuldige, ich wollte nicht nachbohren. Doch, bohr. Bohr bitte tiefer. Oh Mann, echt schon? Okay, entschuldige. Ich muss die Bewerbung an meinen Vorgesetzten schicken. Ach komm schon, hast du nicht noch ein paar Fragen? Ja, schon, aber ich muss dann jetzt zumachen. Also, du kannst an einem anderen Tag wiederkommen. Vielleicht will ich an einem anderen Tag keinen Hund. Ich will einen Hund. Jetzt. Sofort. Haustiere sind dann vielleicht doch nichts für dich. Wenn ich ehrlich bin, klingst du wie jemand, dem wir den Hund normalerweise wegnehmen würden. Ich könnte dich nach Hause fahren. Und wir können weiterreden. Du liegst auf dem Weg. Woher weißt du, wo ich wohne? Haben mir deine Eltern gesagt. Was? Steht auf deiner Schultasche. Ist alles unter Kontrolle? Hey Crispin, wie ist die Firmenpolitik bezüglich früher gehen? Das ist doch super. Verboten, oder? Das würden die doch bestimmt missbilligen. Ach komm schon, gehen wir. Okay. Okay. Du kannst ja allein fertig machen. Ich wette, das machst du eh ständig. Danke. Tschüss.